Hallo und herzlich willkommen zu unserer Ausstellung mit dem Titel Arba'in Marsch, der Weg der Friedlichen. Möchten wir Ihnen eine neue Welt präsentieren, wie Sie sie vielleicht bis heute nicht gekannt haben. Eine Welt, bei der über die Grenzen der Nationalität, über die Grenzen der Hautfarbe, der Religion Menschen zusammenfinden und für einen einzigen gleichen Weg, nämlich den Weg der Friedlichen, den Weg der Friedsamkeit, Menschlichkeit, gemeinsam einen Weg beschreiten und sich im Meer des Guten und Schönen zusammenfinden. In dieser Ausstellung präsentieren wir Ihnen 15 Fotografien aus dem Region Nahen Osten, wo die Pilgerreise oder Marschreise zum Mausoleum von Imam Hussein, der Enkelsohn des Propheten, stattfindet. Und in diesem Zusammenhang haben wir versucht, Ihnen die schönen Bilder, die schönen Ereignisse, die es dort gab, die dort zu sehen und zu erleben waren, in Form von Bildern, aber auch in Form von gesprochener Sprache zu zeigen. Wir freuen uns, Sie empfangen zu können und sind natürlich auch jederzeit für jegliche Fragen diesbezüglich offen. Und hiermit wünsche ich viel Spaß bei der Besichtigung. Ja, hallo, ich bin gebürtige Türkin und ich bin selbst Moslem. Was ich kannte, war schon Kerbela, das habe ich schon gewusst. Mir war nicht dieser lange Weg und dieser Sinn war mir bis jetzt fremd, das habe ich jetzt erfahren. Das hat mich so, ja, diese Pilgerfahrt oder dieser Pilgerweg, man fährt ja gar nicht, man macht das jetzt zu Fuß. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man so zu Pilger. Meine Mutter ist zum Beispiel nachher zum Hadsch gefahren, also, aber die ist dahin geflogen, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man diesen langen Weg. Mich hat das sehr beeindruckt, auch dieser mystische Aspekt, das war dieses Tropfen zum Meer, also das war schon, mich hat das sehr beeindruckt und ich würde mir auch den Film nochmal irgendwo gerne vielleicht zu Hause mit mehr Ruhe angucken. Dankeschön. Fotos zeigen die Spiritualität von der Reise, dass man unter die schwierigen Bedingungen unternimmt, aber die Gastfreundschaft von Irakern, dass in dieser Tage oder in die 10 Tage eigentlich in Arba'in Fußmarsch eigentlich leisten, das wird das beste Erlebnis für einen Mensch, das überhaupt eigentlich als eine Pilgerreise bekannt ist. Das ist bis jetzt nicht so ganz bekannt, obwohl ein großer Fußmarsch ist, obwohl ein großer Fußmarsch eigentlich mehr als 25 Millionen Menschen auf diesem Fußmarsch sich befinden. Aber von Medien ist wenig zu sehen und deshalb diese Ausstellung, das von meiner Ansicht das als erste Fotoausstellung in dieser Hinsicht als Arba'in-Fotoausstellung ist. Das ist das sehr gute Ergebnis und ich sehe als ein Fotograf natürlich, dass die Bilder sind sehr gut und sehr gut ausgewählt und die beschreiben auch die Reise. Musik.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ich muss sagen, dass es mich emotional sehr mitgenommen hat und ich hatte das gar nicht erwartet. Ich dachte, ich komme zu einer kleinen Ausstellung, schaue mir ein paar Sachen an und das war's. Aber es war wirklich eine Reise und das hat mich mitgenommen von Punkt 1, als ich hier reinkam, bis zum Schluss und auch als mir alles erklärt worden ist. Die Bilder sind so tiefgründig und haben so viel Bedeutung und diese Bedeutung hat mich sehr fasziniert. Eins der Bilder, die mich am meisten fasziniert, ist natürlich das Bild, wo hinter mir auch direkt steht. Grund dafür ist, dass es mir immer wieder zeigt, dass alle Religionen eins sind, dass wir alle eins sind und dass in dem Ganzen einfach nur Liebe steckt und das fasziniert mich am meisten. Und deshalb bedanke ich mich sehr, dass ich heute auch ein Teil dieser Ausstellung sein durfte und das Ganze miterleben durfte. Danke. Oberarbein, wenn man etwas und dieser Fußmarsch natürlich, wenn man etwas beschreiben will oder erzählen will, das ist eigentlich ein großes Erlebnis. Das ist sehr tief. Das kann ich nicht einfach mit Worten in dieser kurzen Fassung auch so darüber Bescheid geben oder darüber besprechen. Versuchen Sie es eigentlich bei Ihnen selbst auch selbst forschen. Aber die Fotoausstellung war sehr gut. Als erste für mich war auch sehr interessant und sehr gut. Die Bilder waren sehr gut und die Beschreibung über das Thema, die Reise, Pilgerreise, das war auch sehr interessant und sehr schön. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Erstmal möchte ich mich sehr bedanken für dieses tolle Projekt und muss auch betonen, wie sehr ich mich freue und was für eine Ehre das ist, an so einem besonderen Projekt teilgenommen zu haben und Mitglied zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich selber war sehr glücklich, Arbain einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, ganz anders zu erleben. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Ganze findet ja in Irak statt und dass wir Kilometer weit entfernt das ganze Ereignis nochmal sozusagen miterleben durften oder dass die ganze Situation nochmal ins Leben geweckt wurde. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, die ganzen Gäste zu sehen und das Interesse der Gäste vor allem und dass sie genau diesen Eindruck auch vertreten konnten, dass sehr viele Gefühle drin waren in der ganzen Ausstellung. Wirklich, jede Kleinigkeit hat sich gelohnt und ich freue mich sehr. Nochmal möchte ich es betonen, ich bedanke mich bei dem ganzen Team und es war mir eine große Ehre, Mitglied dieses ganzen Teams zu sein.